Herzlich willkommen in Kulmbach. Hier gibt's Bier. Hier gibt's die Plassenburg, wo die Markgrafen bis zum Jahr 1604 residierten. Und hier gibt's lebendige Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde der Kreuzkirche. Sie liegt direkt gegenüber der Plassenburg und sie ähnelt auch in ihrem Äußeren einer Burg. Ein feste Burg ist unser Gott, wurde bei ihrer Einweihung im Jahr 1962 gesungen. Auch viele Geflüchtete gehören zu unserer Gemeinde. Einer von ihnen wird im Gottesdienst die Lesung auf Farsi, auf Persisch also, vortragen. Mein Name ist Jürgen Singer. Ich bin Pfarrer hier an der Kreuzkirche. Und ich freue mich, dass der erste Gottesdienst im Jahr 2021 mit TV Oberfranken aus der Kreuzkirche übertragen wird. Schön, dass Sie zu Hause mit uns Gottesdienst im neuen Jahr feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ein neues Jahr liegt vor uns wie unbekanntes Land. Was wird es uns bringen? Werden wir Schönes erleben? Oder wird es auch im neuen Jahr nicht ohne Sorgen abgehen? Die Jahreslosung 2021 ist mehr als nur ein guter Wunsch fürs neue Jahr. Sie ist Aufforderung und Versprechen zugleich. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Davon wollen wir heute hören in der Predigt und im Lied zur Jahreslosung. Es beschreibt das Wunder der Barmherzigkeit und wie Barmherzigkeit konkret gelebt werden kann. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, neues Denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Barmherzig sein heißt Schweres tragen, zusammen weinen, schweigen, wagen. Was lindert die Not? Jede
jedes Wort ist zu viel. Ich umarme dich still. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder wein. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut, doch Versöhnung tut gut. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und Barmherzigkeit liebt. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder wein. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Am Beginn eines neuen Jahres sind wir hier zusammengekommen, um auf den zu hören, der uns bis zum heutigen Tag begleitet hat. Den dreieinigen Gott. Ihn wollen wir anrufen mit unseren Gebeten und Liedern. Vieles bringen wir mit in diesen Gottesdienst: Dank und Zuversicht, Hoffnung und Zweifel, aber auch Ängste und Sorgen, Schuld und Versagen. Aus eigener Kraft können wir uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen. Und deshalb nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, vertrauen darauf, dass er uns gnädig ist, um Jesu Christi willen, und sprechen mit dem Zöllner im Tempel: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt. In Christus zeigt er uns, wie barmherzig er ist. Ihn, seinen einzigen Sohn, hat er für unsere Sünde in den Tod gegeben. Wer an ihn glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Der Herr ist mein Hirt,
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, vor uns liegt ein neues Jahr. Danke, dass wir es mit dir beginnen dürfen. Danke für jeden Tag, der vor uns liegt. Was das neue Jahr uns bringen wird, du willst uns begleiten mit deiner Barmherzigkeit. So hilf uns, im Vertrauen auf dich ins neue Jahr zu gehen. Alles legen wir in deine Hände, der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht bei Jakobus im 4. Kapitel. Wir hören sie auf Deutsch und auf Farsi. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. یعقوب 5 آیه 13 عیسی می‌فرماید انسان نمی‌داند فردا چی می‌شود. گوش کنید ای تمام کسانی که می‌گویید امروز یا فردا فلان شهر خواهیم رفت و یک سال در آنجا مانده تجارت خواهیم کرد و سود کلان خواهیم برد. شما چه می‌دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه آن را می توان دید و لحظه بعد موم و ناپدید شود. پس بیایید بگویید اگر خدا بخواهید زنده خواهیم ماند و چنان و چنون خواهیم کرد. آمین. Das Wort Gottes ruft uns zum Glauben. Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Als Jahreslosung hören wir für das neue Jahr die Losung aus Lukas 6, Vers 36. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, آیه 36 عیسی می فرماید پس مانند پدر آسمانی خود دلسوز باشید. آمین. Liebe Schwestern und Brüder, der ungewöhnlichste Jahreswechsel seit langem. Ein verrücktes Jahr liegt hinter uns, seitdem die Corona-Pandemie über uns hereingebrochen ist. Angesichts immer noch hoher Infektions- und Todeszahlen fragen wir uns, wie lange werden wir noch mit dieser Unsicherheit und Angst leben müssen? Wie lange uns noch einschränken in nie gekannter Weise? Immerhin, Gottesdienste sind noch erlaubt, wenn auch ohne Gemeindegesang. Und der Impfstoff wird erhalten, was er verspricht? Wann werden wir endlich wieder zur Normalität zurückfinden? Die Corona-Pandemie hat viele vermeintliche Gewissheiten erschüttert, denn sie hat gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist und bleibt. Und so schauen viele von uns mit bangem Blick ins neue Jahr. In diese Situation hinein spricht die Jahreslosung für das Jahr 2021. Sie stammt aus der Feldrede bei Lukas, der Parallele zur bekannten Bergpredigt bei Matthäus. Gerade erst hat Jesus seine Predigttätigkeit in Galiläa im Norden Israels begonnen. Nachdem Johannes ihn getauft hat, tritt er erstmals in der heimatlichen Synagoge in Nazareth auf. Und schon bald heilt er die ersten Kranken und wählt 12 Jünger aus. Und diese sind nun um Jesus versammelt, dazu viele Menschen von nah und fern, um ihn zu erleben, dessen Ruf schon weit ins Land gedrungen ist. Und jetzt diese Rede. Nach der Aufforderung, die Feinde zu lieben, macht Jesus klar, wie seine Nachfolger miteinander umgehen sollen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Geht barmherzig miteinander um, sagt Jesus. Und dabei kommt mir ein Satz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn der Corona-Krise in den Sinn. Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssten, sagt er schon zu Beginn. Ja, das stimmt. Und je länger Corona andauert, desto mehr spaltet es die Bevölkerung,
ja auch den Freundes- und Bekanntenkreis. Und desto mehr müssen wir es uns gesagt sein lassen. Seid barmherzig. Doch Hand aufs Herz, liebe Gemeinde, immer barmherzig miteinander umgehen, geht das denn überhaupt? Haben Sie es nicht auch schon erlebt, wie ich, dass ich jemandem in einer scheinbaren Notlage etwas Gutes tun wollte, Geld geliehen habe und es nie wieder gesehen habe? Dass meine Barmherzigkeit und Gutmütigkeit ausgenutzt worden ist? Oder ich habe nachgegeben und wurde ausgenutzt, ausgelacht, gemobbt, nicht ernst genommen? Und gerade in der Corona-Pandemie lagen und liegen die Nerven bei vielen blank. Wir haben die Lage nicht mehr im Griff und das macht was mit uns. Wir werden zunehmend genervt und schlecht gelaunt und unser Nächster kriegt's ab. Und die Medien, die doch als soziale Medien dem Miteinander dienen sollten, die werden zu Tummelplätzen von Hassreden, Beleidigungen und Verschwörungen. Die Anfeindungen im Netz, vor allem unter Kinder und Jugendlichen, die nehmen wieder zu, Schüler werden Opfer von Cybermobbing, titelt in diesen Tagen eine Zeitung. Seid barmherzig. Bedeutet das nun, sich alles einfach gefallen zu lassen? Ich möchte Jesus fragen, ist das nicht ein bisschen weltfremd, Jesus, was du da den Jüngern sagst? Und was wir im neuen Jahr beherzigen sollen, seid barmherzig. Ich denke an ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Ausländerbehörde. Es ging darum, einem Geflüchteten aus unserer Gemeinde eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Erwerbstätigkeit nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde gestattet, hieß es in seinem Ausweis. Der Mitarbeiter argumentierte mit Paragraphen und Gesetzestexten, warum das im vorliegenden Fall doch nun nicht möglich sei. Am Ende seiner Ausführungen, da riss mir der Geduldsfaden und ich fuhr ihn an, Sie reden immer von Recht und Gesetz, von Barmherzigkeit haben Sie offenbar noch nie was gehört. In der Tat, Barmherzigkeit tut sich schwer in dieser Welt. Doch wie sollen wir dann diesen Aufruf Jesu zum Leben in seiner Nachfolge verstehen und im neuen Jahr umsetzen? Entscheidend, dass wir auf die zweite Satzhälfte hören, wie auch euer Vater barmherzig ist. Beim Nachdenken kam mir ein Gemälde des holländischen Malers Rembrandt in den Sinn, die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Das Ölgemälde, 2,60 Meter auf 2 Meter, hängt in der Eremitage in St. Petersburg. Es zeigt, wie der Vater dem Sohn bei seiner reumütigen Rückkehr die Hände auf die Schultern legt und dadurch seine Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt. Eine Religionslehrerin sagte mir einmal, das Gleichnis vom verlorenen Sohn müsste eigentlich heißen, Gleichnis vom barmherzigen Vater. In der Tat, Rembrandts Gemälde bringt die Gesten des Vaters zum Ausdruck und darin eben seine ganze Barmherzigkeit gegenüber dem reumütigen Sohn. Die tastenden Hände sprechen es aus. Du bist mein geliebtes Kind. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man eine weiblich weiche rechte Hand und eine männlich kraftvolle linke Hand des Vaters. Neben die linke, die stützt und Halt schenkt, tritt die rechte, die zärtlich streichelnd Liebe schenkt. Rembrandt will sagen, so ist Gott. Er hält dich in deiner Schwachheit und berührt dich mit seiner Zärtlichkeit. Die Hände liegen wie ein Segen auf den Schultern des Sohnes. Und das zutiefst innige Geschehen wird durch die behutsame Berührung und die geschlossenen Augen von Vater und Sohn noch unterstrichen. Kein peinliches Verhör stellt der Vater an. Wo warst du so lange? Wie siehst du denn aus? Und wo ist das ganze Geld?
Kein Vorwurf, keine bissige Bemerkung, keine Frage, kein Wort kommt ihm über die Lippen. Nur herzliches Erbarmen ist zu spüren. Und schon die Hände sprechen es aus. Du bist mein geliebtes Kind. Wir kommen von Weihnachten her. Weihnachten ist eigentlich, recht verstanden, das Fest der Barmherzigkeit Gottes. Gott konnte es nicht mit ansehen, wie die Menschen ohne ihn zurechtkommen müssen. Und deshalb riss er sich das Liebste vom Herzen, seinen eingeborenen Sohn, sandte ihn in die Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das alles aus unendlicher Liebe und Barmherzigkeit. Weihnachten, das Fest der Liebe, verdanken wir der Barmherzigkeit Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Euer Vater, so sagt Jesus. Solch eine Formulierung war für die ersten Hörer der Feldrede schier unmöglich. So vertraut, ja geradezu familiär von Gott zu sprechen, dem ewigen und heiligen Herrn, das war schier Gotteslästerung. Doch das war und ist der Herzschlag des Evangeliums. Wir können zu Gott Vater sagen. Gott, unser Vater, der Himmel ist offen. Das soll, das muss ausstrahlen. Unser Vater, Notre Père, wir hören auf ein Lied von Maurice Durufli. Unser Vater, wenn wir wissen, dass er barmherzig ist, muss es nicht mehr heißen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer um Gottes Barmherzigkeit weiß, für den gilt ein neues Gebot. Das heißt nicht mehr, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Oder mit den Worten Jesu, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nicht um Lohn zu bekommen, sondern weil wir zuerst Barmherzigkeit empfangen haben. Und wer selbst beschenkt worden ist, kann gar nicht mehr anders als austeilen und weitergeben. Deshalb lassen wir uns von der Liebe Gottes inspirieren. Dann werden aus Worten Taten. Lieben wir ihn, dann können wir nicht mehr achtlos an unseren Mitmenschen vorbeigehen. Vertrauen wir Gott, dann wird kein Weg zu anstrengend und keine Hürde zu hoch sein. Sind wir einmal von seiner Liebe angesteckt, können wir gar nicht mehr anders, als zu handeln wie er. Gottes Barmherzigkeit will die Grundlage unseres Handelns sein. Jesus sagt nicht, dass die Umsetzung einfach ist. Doch er sagt klar, wer unser Vorbild ist. Euer Vater, der barmherzig ist. Es ist kein moralischer Appell, den Jesus an uns im neuen Jahr richtet. Er erinnert uns vielmehr daran,
dass wir alle immer wieder Gnade und Barmherzigkeit erfahren haben. Aus dieser Kraft leben wir und handeln wir. Das kann ganz klein anfangen. Ich erinnere mich an den Beginn der Corona-Krise. Da meldeten sich Gemeindeglieder und fragten, für wen kann ich einkaufen? Wem kann ich helfen, der sich jetzt nicht mehr vors Haus traut? Oder, weitaus schwerer, wem soll ich vergeben? Auf wen soll ich den ersten Schritt zumachen, der mir so übel mitgespielt hat, mich so verletzt hat, mich so schlecht gemacht hat bei anderen? Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte einmal, Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein, denn sie haben Barmherzigkeit gefunden und Barmherzigkeit hat sie gefunden. Eben deshalb, weil wir selbst Barmherzigkeit gefunden haben, ja, weil Gottes Barmherzigkeit uns gefunden hat, deshalb können wir Menschen der Barmherzigkeit sein. Barmherzig mit uns selbst und barmherzig miteinander. Bei allen Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen wir eine Kraftquelle. Natürlich brauchen wir auch einen Impfstoff, der hält, was er verspricht. Aber wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Darf man das sagen? Barmherzigkeit, das ist ein Impfstoff für die Seele. Ich jedenfalls glaube daran. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Liebe Gemeinde, in Zeiten wie diesen braucht es vielfältige Wege, um das Evangelium zu verkündigen und dadurch Trost und Kraft zu spenden. Deswegen ist die Kollekte am Ausgang für den Verkündigungsdienst in den Medien im Kirchenkreis Bayreuth bestimmt. Unter seelsorgestiftung-oberfranken.de finden Sie alle Informationen dazu. Sie können auch online spenden. Helfen Sie mit, Ihre Spende hilft. Und nun lasst uns beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe und Barmherzigkeit, mit der du uns in Jesus Christus begegnest. Wir wissen nicht, was im neuen Jahr auf uns zukommt, aber wir wissen, uns in deinen guten Händen geborgen. Du kennst uns und weißt, wie es uns geht. Hilf uns, dass wir barmherzig miteinander umgehen, wie du barmherzig bist. Und hilf uns, deine Güte auch an andere weiterzugeben. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen. Gib ihnen Verstand und Weisheit, unser Land gut durch diese schwere Zeit zu führen. Sei den Kranken und Sterbenden nahe. Gib allen, die im Gesundheitswesen tätig sind, neue Kraft und schenke denen, die von wirtschaftlicher Not betroffen sind, neue Zuversicht. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Mitmenschen, für die Einsamen und Verlassenen, für die Traurigen und Trauernden, für die Gefangenen und Geflüchteten und für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Mach uns bereit, ihnen beizustehen und lass sie spüren, dass du ihnen nahe bist. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Himmlischer Vater, wir bitten dich für deine Kirche in der weiten Welt. Stärke alle, die die frohe Botschaft verkündigen und dich mit Taten der Liebe bezeugen. Hilf uns allen, dass wir als Christen mutig zu dir stehen. Und lass uns auch im neuen Jahr unseren Glauben zuversichtlich leben. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Mit allem, was wir noch auf dem Herzen haben, kommen wir zu dir und rufen dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewig Dank. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch. Er gebe euch Frieden.